Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Black Ops 2 und ich habe mal wieder Bock auf Raid und mach mir erstmal eine M27 Klasse. Ach ja, hier, stimmt. So, natürlich Vollmantelgeschosse. Welches Visier hatte der Typ denn? Das ist eine gute Frage. Könnte ich mal nachgucken, aber ich denke mal Reflexvisier und schnell ziehen. Ich weiß nicht, ich glaube Vollmantelgeschosse. Mit was hat der Typ gezockt? Schnelles Magazin war auf jeden Fall auch mit dran. Aber scheiß drauf. Wir machen das einfach so. Da kann man nichts falsch machen. Und M27 mit. Oh, Pack-a-Punch-Tarnung natürlich. Oh, jetzt kann ich schon nichts mehr ändern. Und wir zocken. Wir zocken auf Grind. Das war ja letztes Mal ein Albtraum auf der Map, obwohl es eigentlich meine Lieblingsmap ist. Mirage ist übrigens auch ziemlich geil. Gut, dann zocken wir mit der M27. Dem Klobürstenreiniger. Und das Ding sieht echt geil aus mit Pack-a-Punch-Tarnung. Sieht aus wie so eine Alien-Waffe. Und am Anfang mache ich hier mal wieder den. Ich bleib einfach hier oben, bis einer kommt. Den kann ich von der Seite holen. Ich hab dich gesehen, bevor du mich gesehen hast. Das ist tödlich. Das weißt du. Und vorsichtig gehen wir hier lang. Ach, ist das schön, wenn man im Gegner Kugeln reinjagt und der läuft weiter. Ich find's immer lustig. Stellt euch mal vor, das wäre in echt so. Oh, dann hätten die Soldaten aber Probleme. Ach ja, eure Schockladung, die liebe ich noch mehr als Esmin. Bei den Esminen ist man wenigstens meistens direkt tot. Ja, genau, komm nochmal. Ja, schön. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr wehren gegen die Typen. Aber die Waffe ist geil. Das ist schon ein großer Faktor. Ja, Junge, ich hab dich für eine Leiche gehalten. Du hattest keine Markierung über deinem Kopf. Gott, hasse ich dich. Komm raus, du Gurke. Wetten, der kommt jetzt gleich wieder raus. Nicht wieder du, nein. Warum kann ich nicht durch Wände ballern, so vernünftig wie die anderen? Ja, weißt du, der kann sich nicht mal mehr hinlegen. Das ist doch geil. Und ich dachte, mit der Waffe starte ich hier durch. Jetzt gehe ich gleich auch mit Schrotflinte in den Kampf, ganz ehrlich. Meine Güte, ey. So, jetzt ist mal wieder ein Ausgleich geschaffen. Ja, schön, wenn das Magazin leer ist, kannst du auch nur noch drauf rennen. Oder zu Knarre wechseln, aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Die ist nämlich viel zu schlecht. Oh yeah. Hab einen erwischt, das war ein Lappen. Gut, weiter geht's. Gut, die sind da nicht so am Snipen wie in manch anderem Spiel. Auf der Map hier. Ah, das mit der S-Mine war nicht allzu freundlich. Oh. Nicht gut. Ich mache jetzt auf Secret Agent. Oh yeah. Ah. Ach, Elsa, Zielsucher, danke, dass du mir die dagelassen hast. Freundlich von dir. Läuft doch. Es läuft jetzt immer besser, irgendwie mit jeder Minute. Außer man wird mal wieder von hinten geholt. Das ist natürlich schwul. Dankeschön. Und ich sollte echt mal sagen, dass ich kein Homophob bin. Nein, ich, oder Homophobist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich habe nichts gegen Schwule. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand schwul ist. Ach so. Das hätte jetzt so ein toller Gegner sein können. Ja, kannst mir aus dem Weg gehen. Wie der sich angeschlichen hat, unglaublich. Das können normalerweise nur Gegner. Und auch nur die richtig guten. Okay. Mit unserer Gesamt-KD sieht es ganz okay aus. Yeah. Komm raus, du Gurke.
Wo war das denn bitte ein Assist? Ich habe den Typen weggeschossen. Was wollt ihr denn noch? Oh, schon wieder von der Seite. Ist doch schwul. Ich sag schwul jetzt einfach als Schimpfwort, okay? Kinder, dann seid mir nicht mehr sauer. Heute habe ich leider keine Themen am Start. Heute kann ich nur fluchen. Über die Drecksgegner hier. Hau rein. Und wieder vom Geschütz geholt. Wie damals, ey. Damals wie heute. Ist doch geil. Naja, das ist vielleicht 4 Stunden her, aber trotzdem. Es riecht mich auf. Mann. Ich werde übrigens in Zukunft immer, wenn ich Black Ops 2 zocke, aufnehmen. Weil das Spiel sich schon gar nicht mehr lohnt, um es alleine zu zocken, wenn keiner zuguckt. Weil da muss einfach einer zugucken, sonst ist das langweilig. Nicht wieder das Geschütz. Nein, nein, nicht wieder. Nein, aber er, weißt du? Wieder derselbe. Oh, ich hasse diese Typen einfach. Ich will den letzten Abschuss machen, Leute. Denn ich muss noch ein bisschen was für Mathe machen. Also ich muss nochmal alles überprüfen, ob das Gelernte soweit sitzt. Ja, Mist. Du wirst doch immer noch von hinten geholt. Das ist doch einfach nur blöd. Oder du wirst direkt nach dem Spawn geholt. Das ist auch schön. Oder du holst 2 Leute nach dem Spawn gleich aus. Oder 3. Wer weiß. Schätze mal, dass hier gleich noch einer kommt. Da werde ich jetzt auch erstmal drum kämpfen. Das scheint sich nämlich ein Camper angeeignet zu haben. Hau rein. Wieder er mit seiner verdammten Tac 10. Oder wie die heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Waffe heißt. Tac 10? 25 war es auf jeden Fall nicht. Oh ja, 2013. Das war aber letztes Jahr. Oh, das sieht ganz gut aus, Leute. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Kampf heute so geil verläuft. Ich sollte mal öfters mit der M27 zocken. Und auch er hat hier ordentlich gelatzt. Was mich eigentlich wundert, ist, dass man ständig einen Hitmark hat, wenn man ins Leere schießt und da Blut rausspritzt. Aber naja, das Spiel ist kreativ. Und ich musste gerade meine Galle schon wieder runterschlucken, weil ich vom ganzen Gequatsche schon wieder so eklige Galle in der Schnute habe. Ah, komm, lass nochmal auf Grind zocken. Die Map war geil. Beziehungsweise die Map ist geil. Wieder Leute mit Headset, die nichts sagen. Sowas ist auch richtig sinnlos. Oh, wir haben eine Sophie in der Lobby. Oh, ich will mit dir in einem Team sein. Und auch intim. Wahrscheinlich ist das eh ein Kerl, der nur den Namen seiner Freundin benutzt. Aber egal. Nein, Spaß. David Noah 76. Phantom 75020, ja. Val Dutch, also Dutch sozusagen, aber anders geschrieben. Tos Entaros. Ja, ich bin mit Sophie in einem Team. Wer ist denn Escalia Minus? Tos Enteraros. Enteraros. Ich spreche das immer so spanisch aus. Oh, freue mich schon aufs nächste Spiel. Danach muss aber auf jeden Fall gut sein. Für diesen Part, denn der letzte Part, der war einfach überlang. Das ging schon gar nicht mehr. Deswegen, let's go again. Knarre entsichert und jetzt spritzen wir hier wieder ordentlich rum auf Grind. Und das Tolle ist eigentlich, dass sie bei Ghosts auch weibliche Soldaten mit reingebracht haben, also Soldatinnen. Finde ich richtig cool, die Idee. Weil Frauen sind ja auch teilweise bei den Soldaten. Und die sind ja auch nicht unbedingt schlechter und das wird dadurch eigentlich wunderbar dargestellt. Eine Frau kann natürlich genauso herzlos und killermäßig sein wie ein Mann. Da besteht kein Zweifel. Es gibt zwar weniger weibliche Serienmörder als männliche, aber die weiblichen sind teilweise die härtesten. Muss man echt mal sagen. Boah, ihr werft auch immer eure Granaten und dann wieder den Scheiß. Oh, du stehst, weißt du, du stehst hinter 3 Leuten und wirst weggesniped. Das ist auch immer so ein Rätsel. Warum passiert das? Und ich frage mich auch immer noch, gibt es Silent Hill wirklich? Das wird eh witzig werden hier.
Ja. Auf die Beine! Leute, wenn ihr von zwei Seiten kommt, dann kann ich auch nichts machen. Boah, was ist das hier? Hier geht's ja gerade richtig zur Sache. Oh mein Gott. Aber das war eine schöne Streak, muss man ja echt mal sagen. Also die Leute, die habe ich mal richtig geholt. Okay, das ist von uns. Ich muss mich immer vergewissern. Danke für deine Schockladung, ich liebe dich. Und dich hasse ich. Ich bedanke mich für die Ladung eines Kerls. Eigentlich sollte ich mich schämen, dass ich sowas sage. Das hört sich sowas von schwul an. Wobei schwul sein ist ja in Ordnung. Aber ich bin trotzdem hetero. It's okay to be hetero. Aber wenn alle Männer schwul wären, das wäre ja auch scheiße, weil dann gäbe es keinen Nachwuchs. Beziehungsweise doch. Falls wir Männer rausfinden, wie man auch ohne die Frauen Kinder zeugen kann, im Labor, dann bräuchten wir die Frauen nicht mehr und umgekehrt genauso. Nur wir haben eigentlich das Wichtige. Wir haben nämlich... Nee, haben wir nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich meine, die Frauen haben zwei X-Chromosomen und wir haben X und Y. Und manche Leute haben sogar drei. Aber über die möchte ich jetzt nicht reden. Oh, komm schon, du kleine Spermagurke, Alter. Was ist das für ein kleines Kabanowski-Würstchen? Ja, lass mich mal durch. Penispumpe. Meine Güte, ey. Manche Leute sind auch echt so arm. Ja, was schießt du denn auf mich? Ich bin doch einer von dir. Einer aus deinem Team hier und so. Wo ist der hin? Ach, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Den jagen wir jetzt erstmal. Ach, 9-5 und unser Team ist schon wieder negativ. Wunderbar. Das nennt man echt Teamwork. Einer macht die ganze Arbeit und die anderen sitzen rum und werden abgeschossen. Ist doch traurig. Okay. Gott, wie ich diesen Typen hasse einfach. Du schießt den 5 Kugeln rein. Da kommt der einmal mit seiner Schrotlampe, macht Batz und du bist weg. Und du gehst mir jetzt aus dem Weg. Meine Güte. Wegen dir, Spasti, klinge ich schon fast wie eine Frau, die ihre Tage hat, weil ich mich so aufregen muss. Ich rage mich auf. Genau, du gehst durch. Ah, Headshot, Alter. Direkt von William Shakespeare hier, ja. Ist doch drin. Alter, was soll der Scheiß? Ich hab doch gar nichts gemacht. Direkt Headshot tot, ja. Oh, das ist wie damals bei Halo Combat Evolved, wo ich gespawntrapped wurde und 28 Mal hintereinander verreckt bin. Das war auch eine Zeit damals. Spawntrapping ist allgemein die größte Scheiße, die es gibt. Und ich bin froh, dass es allein bei Call of Duty schon nicht mehr so ist, dass das möglich ist. Oh, der mit seiner Shotty, der macht aber richtig schön die Hütte klar. Shotty macht die Hütte klar. Ja, Camp Slugs sterben jung. Komm raus. Oh, gut, danke. Sehr fortschrittliche Hilfe. Yeah. It's okay to be... Stay. No. Nicht so ganz. Aber fast. Ah, schon wieder geholt. Weißt du, immer wenn ich positiv bin, verliert das Team. Immer wenn das Team positiv ist, verliere ich meistens, weil ich eine beschissene... Auf die Beine. KD habe. Ach komm, wo war das denn schon wieder ein Assist, Mann? Ich brauche Kills, keine Assists, Mann. Wenn ich den abgeschossen habe, dann habe ich den abgeschossen. Ob ein anderer mitgeholfen hat oder nicht. Meine Güte, ey. Gibt's doch nicht. Assist, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Wer hat sich das überhaupt einfallen lassen? Ja, das wird eh nichts. Genau. Durch die Wand geholt mit deiner Shotty, Alter. Geht's noch? Oh Mann. Oh nein, die war so schlecht. Oh, 115. 15 zu 13, ist doch okay. Und warum hat unser Team jetzt verloren? Weil einige Leute einfach zu schlecht sind zum Kacken, meine Güte. 5 zu 15, 8 zu 13, 9 zu 13, 10 zu 13. Was soll der Scheiß? Ich meine, gut, ich bin ja auch negativ, aber 5 zu 15, das ist traurig. Okay, haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Black Ops 2 und heute zocken wir einfach mal wieder und holen ein paar Dreckscamper.
Hoffe ich mal. Und ich habe mich gerade noch an die alten Zeiten erinnert, als Black Ops 2 noch neu war. Eine Zukunftsvision, vor allen Dingen für den Zombie-Modus. Und die ganzen Leute auf Map-Packs gehofft haben. Dann gab es noch den Replacer und diese Videos, die waren einfach nur Bombe. Und das war einfach nur so ein Spiel, über das sich jeder irgendwie... könntet ihr jetzt mal alle die Schnauze halten? Über das sich halt so ein paar Leute auch aufgeregt haben. Natürlich ist auch ein Killerspiel, in Anführungsstrichen, aber naja. Was soll man machen? Ist Entscheidungssache. Okay. Und wir zocken auf Standoff. Auf die Map habe ich Bock, aber ihr wahrscheinlich nicht, weil die letzten Parts alle irgendwie auf Standoff gespielt haben. Und ich joine einer Lobby. Und die Map ist Carrier, ortsgeheim. Oh mein Gott, Carrier, das ist wirklich eine Map, die ich abgrundtief hasse. Ich mag dieses Design überhaupt nicht. Ich werde da so oft weggesniped oder aus dem Nichts geholt. Also die Map werde ich auch nicht zocken. Fängt ja schon mal gut an, das Video. Echt unterhaltend, dass ich hier ständig die Lobby wechsle. Aber ich habe halt einfach keinen Bock auf Spiele, die ich nicht zocken will. So, Team Deathmatch, eine weitere Runde. Und hoffentlich jetzt auf einer Map, die Bock macht. Jemen. Auch nicht die geilste Map. Kein Bock drauf. Komm schon. Doch nicht. Ja. Le temps est en Französisch, Oh mein Gott, Alter, wie die mir auf die Eier gehen, diese Franzosen, ne? Kauf geht ja noch klar als Map, aber mit Franzosen, ich weiß nicht. Ja gut, dann müssen wir einfach mal gucken, wie es ist. Cove, die Insel. Und falls ihr irgendwas gemerkt habt, Cove steht in Zusammenhang mit der Map Hijacked. Wieso das so ist? Ihr könnt von dem Schiff, was ihr auf Hijacked halt habt, auf der Map, von dem Schiff aus könnt ihr eine Insel sehen, die ungefähr aussieht wie die Insel. Und von der Insel hier könnt ihr ein Schiff sehen, an einer bestimmten Stelle, was genauso aussieht wie das Schiff auf Hijacked. Und dadurch gehe ich einfach mal, ja, davon aus, dass die Maps irgendwo zusammenhängen. Mehr oder weniger. Scheiße. Den habe ich nicht rechtzeitig gesehen und ich sitze hier auch gerade richtig doof. Ich habe mich jetzt mal umgelehnt. So, nächste Mal renne ich mit der M27 durch die Gegend und holz ordentlich was weg. Aber jetzt schnappe ich mir erstmal die 5.7 und dann wird ordentlich geholzt. Ah! Na komm, den hänge ich erstmal. Okay, ich glaube, das ist gerade relativ einseitig, das Spiel, oder? 0-2, das lässt sich ausgleichen, aber schnell, nicht unbedingt immer. Jo, 0-3. Es läuft, bei mir läuft's richtig. So, warum habe ich eigentlich keine S-Mine dabei? Die nimmt doch mal einen Platz weg. Oh, MSMC, ja, lass mal mitnehmen, warum eigentlich nicht? Wo ist der Typ denn? Oh, nee. 0-4. Seht ihr, ich hab gesagt, das ist eine Franzosen-Lobby. Das macht keinen Spaß. Und ihr kennt alle Franzosen. Ihr wisst, wie die sind im Online-Modus. Die nerven einfach nur. Es macht keinen Spaß, mit denen zu spielen. Die haben einfach immer so ein unverschämtes Glück und so. Und labern die ganze Zeit irgendwas auf Französisch. Wenigstens kann man sie muten. Ey, kann ich die Möwe abschießen? Nö, die ist kugelsicher. Geil. Ich wusste gar nicht, dass Möwen kugelsicher sind. Das ist unsers? Okay. Aber die Schlauchboote bestimmt, oder? Nein, die lassen sich auch nicht zerstören. Erstmal reinlegen. Ist das ein Hai? Ich konzentriere mich eh zu wenig aufs Spielgeschehen, deswegen werde ich auch so oft geholt. Ich schaue mir lieber die Umgebung bei COD an, als Leute wegzuholzen. Deswegen bin ich auch so ein beschissener Online-Spieler. Naja, ist aber auch egal. Ich versuche gerade mal die Stelle zu finden, an der das Boot aus hijacked ist. Da hinten ist es. Oh. Sehr schön, 1-5. Und spätestens bei 1-7 gehe ich aus der Lobby. 2-7. Okay, dann gehe ich aus der Lobby. Ja,
super. Ich weiß nicht mal, wie dieses Ding heißt. Auf jeden Fall ist es verdammt nervtötend. Wechsel zum neuen Host. Kein Wunder, dass irgendeiner rausgegangen ist. Also ich werde hier auch nicht mehr lange in der Lobby bleiben. Es macht gerade irgendwie keinen Spaß. Oh Mann, der Tag heute war echt richtig schön anstrengend. Bin mal wieder 10 Stunden bei der, in der Schule gewesen. Seht ihr, ich sag schon bei der Schule gewesen. Weil ich einfach zu unkonzentriert bin nach 10 Stunden Schule. Ja, jetzt werde ich wieder geholt, wahrscheinlich. Was ist das überhaupt für ein Ding? Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es eine Killstreak und sie ist verdammt nervtötend. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Weil sie einen einfach überall wegholzen kann. Okay. Ich spring erstmal. Komm, erstmal hinlegen. Campern. Oh, du bist ein scheiß Camper. Das ist taktisches Warten. Siehst du? Hat sich eh nicht ausgezahlt. Oh, dein Aiming ist so schlecht, du hast richtig Dead Aim, du Lappen. Ja, genau, das werden die meisten jetzt wahrscheinlich wieder denken. Aber mir ist das völlig egal, was ihr denkt. Ich zocke da einfach. Ich hab Bock drauf zu zocken. Und den Franzosen mute ich jetzt auch wieder. Meine Güte, kommen heute nur Franzosen online? Das ist ja richtig nervtötend. Richtig eierkraulich ist das. Hm. Seltsam. Das ist auch meistens so. Ihr schießt auf irgendeinen, der frisst 5 Kugeln. Ja, komm, da kommt der nächste, holzt euch weg. Und da steht's 3-7. Und dann läuft bei euch. Und das war's. Wegen sowas alleine gehe ich jetzt einfach mal raus. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit so einem Scheiß rumzukeulen. So, neue Lobby. Am besten ohne Franzosen. Läuft. Meltdown. Oh, die Map ist okay. Nicht die geilste, aber ist okay. Über die Map hatte ich, glaube ich, vor kurzem noch ein Video gemacht, was ich aber rausgenommen habe. Beziehungsweise vorher schon gelöscht habe. Weil ich einfach viel zu schlecht war. Und ich wollte eigentlich spielen und nicht direkt ins Verliererteam reingeworfen werden und geholt werden. Das war nicht unbedingt mein Ziel. Kann ich hier vielleicht mal langlaufen? Oh, Anker. Worum ging es hier eigentlich nochmal auf der Map? Ach ja, andere Leute killen. Das ist ja so schön abwechslungsreich. Ach komm, aus der Lobby gehen wir auch direkt wieder raus. Keine Lust. Direkt ins Verliererteam geworfen werden? Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Tut mir leid, Leute. Weiter geht's. Okay, hoffentlich beschert uns eine Lobby jetzt Besseres. Oh Gott, jetzt sind wieder diese Headsets-Wichser da. Und Slums, Alter, die Map ist einfach nur scheiße. Oh Gott, warum muss ich immer nur auf beschissene Maps landen? Es gibt so viele gute. Ich meine, auf Plaza würde ich mal gerne wieder zocken. Was ist denn mit der Map? Das geht... Nein, warum denn Slums? Die Map ist kotzig, ich mag die nicht. Und vor allen Dingen werdet ihr einfach reingeworfen. Ihr werdet ja nicht mal gefragt, ihr möchtet mitmachen. Ne? Vor allen Dingen, da wo die Spieler fehlen, habt ihr... nur die Möglichkeit, direkt rein zu joinen. Downhill, ja, die Map ist geil, los. Ja, lass zocken. Und direkt erstmal alles muten. Ach nee, bringt ja eh nichts gerade. Und Peacekeeper, beste. Auf Downhill werde ich wahrscheinlich auch wieder die M27 rauskramen. Oh Mann, was für ein verdammt dreckiger Part das ist. Erst eine Franzosen-Lobby, die zum Kotzen ist. Und jetzt funzt irgendwie gar nichts mehr, weil jeder wieder rausgeht. Naja, was soll's. Na komm schon. Jetzt müssen wir aber spielen. Jawohl. Es geht los. Und ich glaube, ich nehme meine Sniper-Klasse erstmal mit. Ich möchte auch mal ein Hurensohn sein. Auch wenn das nicht allzu schwer ist. Also ich meine, ein Wichser sein, sozusagen, also ein Drecksack. Kontaktfreigabe wurde erteilt. Quickscope! Na gut, das bringt hier nichts. Ja, ich habe gepanschte Waffen dabei. Ist das ein Problem für euch? Oh, nicht so kontrovers. Wir gewinnen diesen Kampf.
Wo sind die Gegner denn? Wollen die hier gar nicht vorbeikommen? Okay. Ach, von der anderen Seite, ganz tapfer. Hauptsache, er kommt wieder und schießt mich mit einem Schuss weg. Genau. Gut, ich mache jetzt erstmal einen auf Camper. Camper, du Lappen. Hier muss doch irgendwo einer sein. Ich kann noch nicht 3 Stunden warten. Ach, da. Zack, geholt. Und weiter geht's. Ich bin ja keiner, der die ganze Zeit da bleibt. Ich bin ja ein Wechselcamper. Ich wechsle gern mal die Position mit meiner MSMC. Und rush ein bisschen durch. Nein, da ist einer. Da ist einer. Eunar ist da. Feind ausgeschaltet. Ja, von hinten geholt werden ist immer eine Sache, die mich äußerst freut. Ist ja auch schön, von hinten gebumst zu werden. Ne? Nein, natürlich nicht. Es rächt mich einfach immer auf, von hinten abgeschossen zu werden. So, und weiter geht's. Ich wette, hier kommt gleich einer an und holt mich auch. Warum ist das Schlachtfeld denn eigentlich so leer? Hier ist irgendwie niemand, ne? Wenn ich immer hier lang gehe, werde ich auf jeden Fall weggesniped. Aber jetzt ist irgendwie gar keiner. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und da hat irgend so ein Shahin hat da sein Headset an. Wie kann man denn so dumm sein und mich nicht sehen, ganz ehrlich? Oh Mann. Du bist ein Camper. Ja toll, was soll ich machen, wenn der Typ mich nicht sieht? Ich lag da, gut ersichtlich, der Typ hätte mich erschießen können. Hat er nicht gemacht, offenbar hatte er keine Lust darauf. Was soll ich machen? Soll ich mich freiwillig erschießen lassen? Da leiste ich natürlich auch noch Gegenwehr. Ist klar. Ne, 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 ne. Oh komm, Killerspieler, erstmal das ganze Magazin in die Leiche ballern. Du bist so ein aggressiver Killerspieler. Das ist ja auch immer sowas, ne? In den Medien werden Killerspiele immer so komisch dargestellt. Und ich versuche eigentlich gerade eher ein Commentary zu machen, als ein Let's Play. Und deswegen lenkt mich das auch immer ein bisschen ab und ich bin unkonzentriert. Das Schlimmste ist, du willst einen erschießen. Ne? Du willst einen richtig schön wegholzen. Und der Typ hat einfach nur den Vorteil, weil er Unterstützung von der anderen Seite hat. Komm raus, du Camper. Spaß. Da ist aber auf jeden Fall einer gewesen. Den habt ihr auch gesehen, ne? Seltsam. Hier ist wieder gar nichts heute. Na gut, ich kann hier nur rausgehen. Jetzt sollte ich sehr vorsichtig sein, denn hier ist irgendwer. Oh. Oh Gott, Alter. Das ist ein richtiger Camper. Das ist ein fucking Camper. Sowas ist Campen und zwar professionell. Für richtig armselige Leute. Und ich bin kein Retter, ich bin der Messias. Nein, Spaß. Ich bin Jesus Christus. Na, schnapp dir mal hier die Sniper und dann halt mal Schnauze. Hi, von Max the King. Ja, Max, Alter, lass dich mal gut gegrüßt sein hier an der Stelle. Grüß an dich und ich zocke hier mal eben kurz noch weiter. Und wie es scheint, gewinnen wir das, obwohl ich eigentlich total schlecht bin heute. Aber naja, 6,5 ist ja noch okay, ist positiv. Genau wie mein HIV-Test. Nein, Spaß. Und bei mir läuft einfach. Ich sollte mir vielleicht mal eine andere Waffe schnappen und ein bisschen rumholzen. Aber naja, was soll man machen? Ist doch soweit alles okay. Drohne nähert sich. Komm, 6 Schuss reichen. UTO. Bin leer geschossen. Darf ich mal vorbei? Sehr freundlich, Sir. Vor allen Dingen ist das immer so geil, weißt du?
Wenn ich mit einer Sniper geholt werde, bin ich immer nach einem Schuss weg. Und wenn ich Gegner anschieße, ne, mit einer Sniper, dann dauert das erstmal richtig, bis die K.O. sind. Dann ist Ende hier. Feindliche Drohne nähert sich. Und ich verreck immer. Blendgranate geworfen! Blendgranate geworfen! Achtung, EMP! Hm. Gut. Von wo war das jetzt? Wie kann der Typ mich überhaupt sehen? Ich hab den ja nicht mal mit dem Sniper-Visier gesehen. Feindliche Hunter-Killer-Drone. Komm, hol mich, hol mich. Ich meine doch nicht dich, ich meine die Drohne, du Affe. Oh mein Gott, ey. Jetzt werden sie aber auch ein bisschen tapferer, habe ich das Gefühl. Bisschen zu tapfer. Ne. Ich wollte jetzt nicht, dass der Typ stirbt. Eigentlich mag ich den. Ich kenne den zwar nicht, aber ich mag ihn. Yo! Man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass irgendeiner aus dem Team mal in der Nähe steht. Aber keine Sorge, Verlass ist ja immer. Bei uns läuft, Jungs und Mädels. Vielleicht schauen auch ein paar Mädels zu. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr weiblich seid. Okay, hier ist Kai Camper. Gut. Ja, sicher. Wenn ich mal campen möchte, dann ist natürlich direkt immer Feierabend. Ne? Ich werde immer direkt in die Schranken gewiesen. Kannst du auch mal ein bisschen schneller rennen? Ja, dann blockier mal wenigstens nicht den Weg. Meine Güte, ey. Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Oh Mann, ey. So ein Scheiß. Ich renne doch eh wieder in den Tod hier. Vor allem habe ich Esmin dabei und ich nutze die gar nicht. Oh ja. Das freut mich, Alter. Ich schieße zwei Leute ab, der dritte steht direkt bereit. Egal. YOLO, man lebt ja nur einmal. Ladung scharf. Scharfschütze! Komm raus. Oh oh. Männlicher Schütze. Männlicher Schütze. Oh Mann, was Feministinnen alles bewirken. Jetzt muss man den Ego-Shootern schon sagen, männlicher Schütze. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Haut rein.